Situation ist. Wir haben zwei positiv getestete Fälle in Bielefeld, zwei positiv getestete Fälle, ein 53-jähriger Mann, eine 47-jährige Frau, ein paar Details berichte ich gleich noch. Was ist Hintergrund? Die beiden gehören einer Reisegruppe an, die in Israel unterwegs war, eine Woche lang, und am 4.3. zurückgekehrt ist, am 4.3. Abend, 22.05 Uhr oder so, am Flughafen Düsseldorf wieder gelandet ist. Am 5.3. morgens wurden die Mitglieder dieser Reisegruppe informiert, dass der Busfahrer, mit dem sie in Israel eine Woche lang unterwegs waren, tatsächlich positiv getestet wurde. Diese Informationen haben die von der Reiseagentur erhalten, und dann hat uns einer der Mitglieder dieser Reisegruppe, auch der natürlich positiv getestet worden ist, dann auch uns über die Hotline informiert. Insgesamt ist der Bielefelder Teil der 30-köpfigen Reisegruppe siebenköpfig, also sieben Leute dieser 30-köpfigen Reisegruppe, die in Israel unterwegs war, sind Bielefelder, um ganz genau, sind jetzt in Bielefeld. Fünf davon sind jetzt eben getestet, drei negativ, zwei positiv. Alle sieben wurden unverzüglich in Quarantäne versetzt, also bei uns lief dann ab Freitag 10 Uhr ungefähr der Apparat los. Alle sieben sind in Quarantäne gesetzt worden vom Gesundheitsamt, wurden dann vom Labor Krone getestet und wie gesagt, drei negativ, zwei positiv.